Today, we shall see victory! A great new altered fights at our side! The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Jawohl, und damit willkommen bei Outriders, der Demo, einem Third-Person-Shooter. Ja, der Anfang April rauskommen soll, am 1. April. Ich hoffe, es ist kein Scherz und so. Ja, gespielt wird, oder mal reingeschaut, wird hier in die Demo. Ja, und die umfasst dieses komplette Einführungskapitel von dem Spiel. Der erzielte Fortschritt kann ins Hauptspiel übernommen werden, bin ich sehr gespannt. Es gibt viele Nebenmissionen und Gebiete zu erkunden. Und ich werde halt in alle anfängliche Spielmechaniken eingeführt, allerdings werden Systeme wie Fertigung nicht innerhalb dieser Demo freigeschaltet, okay. Der einfließende Ein- und Ausstieg für den Coop-Modus steht nach Auswahl einer Klasse zur Verfügung, okay. Ich muss aggressiv denken und töten, um mich zu heilen. Okay. Überleben bedeutet Kampf. Gut, klingt auf jeden Fall gut. Gut, dann neuer Charakter. So. So kann ich aussehen, aber ich würde sagen, ich mache mich mal anders. Was haben wir denn alles hier für vorgegebene Körper? Okay, also unterschiedliche Ethnien jetzt schon mal. Ich glaube, ich nehme Ethnien hier. Augenfarbe. Okay, ist bei allen gleich, ne? Okay. Machen wir ihn hier. Okay. Haare. Hat auch einiges. So, mal gucken. Drehen kann ich hier nicht, ne? Okay. Und ein Bart brauche auch noch. So, würde ich sagen, nehme ich ihn hier. Oder ihn hier. Ihn hier, okay. Machen wir in weiß, okay. Zeichnung, also Name, so ein Scheiß. Gibt's auch. Gucken wir so quer übers Auge, okay. Piercings. Oh nee, geht gar nicht. Okay, gut. Keine Ahnung, ob es später noch mehr geben wird. Ich weiß es nicht. Würde ich sagen, den nehme ich. Und Name ist natürlich, ne? Mal hopp. Schauen wir mal. Gut. Weiter geht's. Und ein neues Spiel.
Die Erde war tot. Wir hatten sie zerstört. Zwei Kolonieschiffe sollten uns durchs All bringen. Nur ein Schiff hat es geschafft. Wir sind alles, was übrig blieb. Nach 83 Jahren endet unsere Reise nun im Orbit unserer neuen Heimat. Oh, lang unterwegs, hey, hör mal. Der Planet Enoch. Die letzte verdammte Chance für die Menschheit. Okay, also Menschheit steht kurz vorm End, oder wie? Es gilt, neue Planeten zu finden. Zum Fortbestand der Menschheit. Und so. Kapsel 1-4 Floris Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Starte Hilfsdüse. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten. Drehen und bremsen. Primäre Zündung. Ist auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung ansetzen. Okay. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Okay. Große Kapsel. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECE-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Okay. So, scheiß erstmal auf Flora und Fauna, ne, als platt machen. Das ist toll. Die Menschen sind da und so. Ich erkunde die Gegend zu Fuß. Muss mir mal die Beine vertreten. Ich geh vor. Nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Autor. Schuld ist mir gar nicht. Tja, ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam und passt auf. Alle Klärchen. Ankunft. Folge Captain Tanner. Neue Mission. Mit Tab kann ich ja was machen. Ah, es wird angezeigt. Okay. Gut. Okay. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War daran gewöhnt.
Oh, an die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten willst. Okay, also auf der Erde stinkt's nach Scheiße, und zwar überall. Kein Wunder, dass die Jungs hier einen neuen Planeten suchen. Wird mir auch stinken, auf Dauer. Radar. Das Radar hilft dem Missionszielgegner zu finden. Okay. Du. Was ist denn hier? Hä? Okay. Hier schlagen wir das Lager auf. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Achtung, Gegend ist sicher, aber... Nein? Okay, dann. Alle hinten hin. Okay. Ich muss sagen, es sieht sehr, sehr cool aus, grafisch bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Gespielt wird übrigens auf Ultra 1080p und 60 FPS. Ne? Das reicht vollkommen. Okay, nehme ich mal ein. Okay. Na schön, Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrunner, auf ein Wort. Ja, und er so, ey Leute, alles cool, ich bin auch da. Okay, was willst du nur von mir? Jack Tanner. Hey. Jo. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Okay. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Oh, Scheiße. Also ist die Erde schon im Arsch? Okay. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vorm Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird's dir keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Wie ist es denn mit der Profiltiefe? Okay, also ich bin der Auserwählte, the one and only. Ich hab's richtig hart auf dem Kasten, aber fett die Zweifel. Gut, kann ich das irgendwie hier aussuchen? Ah ja, hat deine Familie es auch von der Erde runtergeschafft, mein Lieber? Ist aus deiner Familie noch wer von der Erde entkommen? Mein Bruder. Aber nur fast. Sie froren ihn ein, als wir L.A. evakuierten, um die Blutung zu stillen. Aber es war zu spät. Ach, Mist. Das tut mir echt leid. Hatte keine Zeit, um drüber nachzudenken. Was ist mit Sarah? Ihr geht's gut, oder? Ja. Meine Sarah ist da oben.
Ihre Gruppe wird erst in 6 Monaten geweckt, aber ich kann warten. Ich konnte dir das alles in dem Chaos bisher noch nicht sagen, aber meine Kleine ist schwanger. Ja, Glückwunsch. So, ich den Platz verschafft. Ja, cool. Im Doppelpack günstiger, was? Also deshalb bist du so scheiß gut gelaunt, seit sie dich aufgetaut haben. Übertreib's nicht. Ja, Sir. Opa, Sir. Okay, wie ist das eigentlich mit ungeborenen, schwangeren Föten in so einem Kälteschlaf? Ist auch interessant, ne? Keine Ahnung. So, ich, geh mal auf die Suche. Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Okay, also es gibt einiges hier auch an Dialogen und so. Okay, Tagebuch, du hast ein Tagebuch. J und das, okay. Jotikowski. Ah, okay. Oh Gott, was ist so eine Geschichte. Charaktere 4. Charles Maxwell. Oh, es gibt viel, viel, viel zu lesen. Hochrangiger ICA-Offizier und Vorgesetzter von Shira Goodman, Technikerin. Max war die Aufgabe, die Landung auf Enoch zu überwachen und hat große Ambitionen, was seine eigene Zukunft betrifft. Er ist nicht allzu erpicht darauf, den Outriders das Leben zu erleichtern. Geboren wurde er in Großbritannien, lange nachdem sein Land die EU zum zweiten Mal verlassen hatte und halb in der Nordsee versunken war. Okay, gut. Seine Welt war von Dickensscher Not und Sittenlosigkeit geprägt, die an die dunklen Zeiten Englands feudaler Vergangenheit erinnere. Doch Maxwell war clever und ehrgeizig, ein Vollblutpolitiker durch und durch, der sich Kraft seines unermüdlichen Verstandes aus diesem Morast herausgraben konnte. Zu dem Zeitpunkt, als Bruno Nyberg zum Präsidenten der ECA gewählt wurde, klebte ihn Maxwell schon seit langem als kühler und brutaler Junge militärischer Berater an den Fersen. Er hätte nie einen Platz auf der Flores und schon gar nicht den Befehl über den Zug ECA-Soldaten erhalten sollen, doch das konnte Maxwell nicht davon abhalten, von der Erde wegzukommen. Er ist egozentrisch, verschlagen und alles andere als vertrauenswürdig. Alles klärchen. Gut. Dann, wen haben wir hier? Den lieben Jack Tanner. Tanner, der in vielen der letzten schlimmsten Kriege auf der Welt gekämpft hatte, war mit seiner bestens ausgebildeten Söldnertruppe rund um den Globus im Einsatz. Sie stellten ihre Dienste demjenigen zur Verfügung, der am meisten zahlte. Als Söldnerkapitän war Tanner für seine Effizienz bekannt, aber berüchtigt für seine unorthodoxen Methoden. Okay, nachdem viele der ursprünglichen Outriders bei dem Caravelle-Unglück verstorben waren, wandte sich die ECA mit einem Vorschlag an Tanner. Er sollte die Outriders neu aufbauen, jedoch deren ursprünglichen Idealen treu bleiben, um der Menschheit als Vorhut zu dienen. Tanner nahm die Aufgabe an und sammelte die Besten seines Teams um sich. Du warst unter den Ersten, die er fragte, und er bot dir unter den Outriders einen Platz an seiner Seite an. Tanner brachte seine Tochter Sarah mit auf die Flotte, die außerdem schwanger ist. Sie ist momentan noch im Kälteschlaf. Tanner führt die Outriders bei ihrer Erstmission auf Enoch an. Sie sollen den Planeten als erst betreten und ihn für die 500.000 Menschen an Bord der SM Florence sichern, die nachfolgenden. 500.000. 500.000 von knapp 8 Milliarden? Das ist... Nee, also momentan 8 Milliarden. Ne? Wie viel ist da in dieser Zukunft, in dieser Zeit waren keiner bestimmt Dutzende mehr. Wenn es auf der ganzen Erde nach Scheiße gestunken hat, auf jeden Fall. Okay, gut. Alle klar, was haben wir denn hier? Gruppen. Die Outriders. Die Outriders wurden von der Anführung der Enoch Colonization Authority aufgestellt. Eine handverlesene Truppe der besten Spezialisten mit wissenschaftlichen, technischen und militärischen Fachkenntnissen, die als Vorhut der Menschheit dienen sollte. Okay. Als die Erde im Chaos versank und die Städte in Trümmer zerfielen, wurden die Outriders als Rettungstrupps zu gesetzlosen, zerstörten Orten entsandt, um Menschen in Sicherheit zu bringen. In den Augen vieler waren die Outriders Helden. Doch dabei blieb es nicht. Es kam zur Katastrophe, als die meisten der ursprünglichen Outriders beim Caravelle-Unglück starben. Einige oder wenige Monate vor dem Start der Flores
fehlte der ECA plötzlich ihre Vorhut, die den neuen Planeten erkunden, Stellung sichern und die Bevölkerung vor Gefahren schützen sollte. In dem verzweifelten Versuch, die Gruppe rasch neu zu organisieren, rekrutierte die ECA die neuen Outriders aus diversen Söldnertruppen und Revolverhelden und setzte Jack Tanner als ihren Befehlshaber ein. Früher galten die Outriders als das Beste, was die Menschheit zu bieten hatte. Jetzt begegnen viele der ECA den neu angeheuerten Kräften mit Skepsis und betrachten sie als waffenschwingende Opportunisten, die nur sich selbst treu sind. Um diese Sorgen zu zerstreuen, betraute die ECA Sergeant Major Charles Maxwell mit der Beaufsichtigung ihrer Operation nach der Landung auf Enoch. Maxwells vernichtende Kommentare über die Outriders sind kein Geheimnis. Doch die Frage bleibt. Diese neuen, ungeprüften Outriders werden die ersten sein, die Enoch betreten, und ihnen wird die Aufgabe zufallen, die Region zu sichern, in der unsere Kolonie gegründet werden soll, und uns Nachfolgenden den Weg zu bereiten. Können wir diesen Outriders wirklich die Zukunft der Menschheit anvertrauen? Okay. Wir haben hier die Enoch Colonization Authority. Okay. Die ECA war die Regierungsbehörde, die von ehemaligen Staatsoberhäupten und CEOs multinationaler Unternehmen gegründet wurde, um gemeinsam das Projekt Expansion auf den Weg zu bringen. Die ECA oblag der Bau der Flores Arche und des Aufklärungsschiffs Caravelle sowie die Aufstellung der Outriders, die bei der Kolonisierung von Enoch als Speerspitze fungieren sollten. Auf Enoch sollte die ECA dann die Rolle der Zentralregierung übernehmen, die Logistik organisieren und in der menschlichen Kolonie für Recht und Ordnung sorgen. Ihr erster gewählter Präsident war Bruno Nyberg. Er reiste mit der Flores nach Enoch. Okay, also es gibt sehr, sehr, sehr viel zu lesen. Geschichte. Oh Gott, die Erde. Im Jahr 2032 begannen auf der Erde starke seismische Aktivitäten. Einige gaben geheimen Waffenexperimenten, die von den Supermächten durchgeführt wurden, die Schuld. Eine tektonische Waffe, die jeden beliebigen Ort auf der Erde anvisieren und ein Erdbeben verursachen könnte. Eine andere Theorie besagte, dass experimentelle Technik, die die Schwerkraft manipulieren kann, dafür verantwortlich war und eine Art Ungleichgewicht der Anziehungskraft auf der Erde verursacht hatte. Andere hielten diese Aktivitäten für einen unerwarteten Effekt der Erderwärmung, die den Planeten bereits destabilisierte. Neben verschiedenen anderen Naturkatastrophen, die den Ausbruch lange inaktiver Vulkane und verheerende Tsunamis zur Folge hatten. Okay. Was auch immer die Ursache war, vielleicht trugen auch all diese Faktoren dazu bei. Die Wahrheit ging für alle Zeit verloren, als es zur Katastrophe kam. Studien ergaben, dass diese Erdbeben immer stärker und zahlreicher werden. Wettermuster verändern, die Wasserversorgung der Erde lahmlegen und Städte zerstören würden, bis ein Leben auf der Erdoberfläche nicht mehr möglich wäre und der Planet innerhalb eines Jahrhunderts sterben würde. Die Supermächte der Erde konnten die bevorstehende Vernichtung bis 2048 geheim halten, als der erste weltweite seismische Kataklysmus Hunderttausende tötete. In den folgenden Jahrzehnten wurden weltweite Katastrophen zur Normalität. Städte, die von Erdboden verschluckt, vom Meer überflutet oder unter Bergen begraben wurden. Die Welt stürzte ins Chaos. Weltweite Instabilität, Anarchie und Aufstände ergriffen den Planeten. In dieser Zeit versuchten viele Länder, Möglichkeiten zur Rettung der Menschheit zu finden. Trillionen wurden für den Bau von schwimmenden Städten, Weltraumarchen und riesigen unterirdischen Bunkern ausgegeben. Aber im Endeffekt scheiterten aufgrund der Unfähigkeit der Menschheit zur Zusammenarbeit und der Größe der Aufgabe alle Projekte bis auf eins. Die SM Flores und die Caravelle, die beiden Schiffe, die sich auf eine interstellare Reise zum Planeten Enoch begeben würden, um eine neue Heimat für die letzten Vertreter der Menschheit zu finden. 2091 empfingen die Computer der Flores die letzte Nachricht aus der Heimat. Soweit man weiß, gibt es auf der Erde kein Leben mehr. Also spielt es irgendwann nach 2091 hier? Oh. Okay, also mal wieder das leidliche Thema, ne? Die Menschen haben sich selber kaputt gemacht. Projekt Expansion. Oh Junge, es ist
einiges hier. Okay. Die Caravelle. Neue Missionsparameter. Die Caravelle, das Aufklärungs- und Migrationsschiff, hätte Enoch nach einer interstellaren Reise von 80 Jahren erreichen sollen. 3 Jahre vor der Ankunft der SM Flores. Die Outriders hatten die Aufgabe, zusammen mit anderen für die Mission unentbehrlichen Mannschaftsmitgliedern an Bord der Caravelle den Landebereich auszukundschaften, eine Sicherheitszone für die Kolonisierung zu etablieren, Ressourcenvorkommen zu relevante und irrelevante Daten zu sammeln sowie die Ankunft der SM Florenz vorzubereiten. Die zukünftige Sicherheit und das Wohlergehen aller Kolonisten in der neuen Welt lag in den Händen der Outriders. Leider konnte die Caravelle aufgrund des katastrophalen Triebwerkfehlers beim Start nie eingesetzt werden. Durch die von der Explosion ausgelöste Kettenreaktion wurden 8000 Menschen getötet, darunter auch fast das gesamte Outriders-Team. Obwohl die Caravelle ihr Ziel nicht mehr erreichen konnte, wurden die Outriders nach wie vor benötigt. Neue Rekruten mussten gefunden werden, um die Mission zur Sicherung der Planetenoberfläche von Enoch für die zukünftige Kolonie zu erfüllen. Holy moly. Okay. Okay, also es gibt sehr, 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 sehr viel. 89 Gegner zu lesen. Verschiedenes, oh Gott. Gut. Holy moly. Alle hopp. Würde ich sagen, Schießübung mit meinen Waffen. Wo muss ich denn hin? Hier lang. Okay. Noch ein Tagebuchnotiz. Okay, wir sind Outriders. Okay. Also, es gibt viel, viel, viel zu lesen. So, das Grobe haben wir jetzt erstmal. Alhop. Hey, Jakob. Jacob. Jacob. Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Am letzten Tag wurde es echt brenzlig. Ich wusste nicht, ob es überhaupt jemand schaffen würde. Es war ziemlich knapp. Musst du auch ständig daran denken? Ich weiß, es ist irre. Das ist 80 Jahre her. Kommt mir vor wie Tage. Meine Knöchel tun noch immer weh, meine Ohren klingeln vom Gewehrfeuer. Ja, sie kamen zu Tausenden. Alle kletterten übereinander, schlachteten jeden ab, der im Weg war. Sie wollten den Startturm abreißen, die Türen unseres Shuttles einstoßen. Ich war schon in vielen Kriegsgebieten, aber das war reinste Anarchie. Hör mal, den Planeten konnten entweder wir verlassen oder sie. Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir tun, was wir tun müssen. Wir passen aufeinander auf. Das sollten wir. Neben dem Cap und Cuthbert bist du der einzige Überlebende, den ich kenne. Und der einzige, den es sich zu kennen lohnt. Bin froh, dass du es an Bord geschafft hast, alter Scheißkerl. Ich auch. Okay. Was hältst du von diesem Ort, Jakob? Echt perfekt. Wunderschön. Wie lange es wohl noch dauert, bis wir alles unter Beton und Plastik vergraben? Ach komm, sei mal nicht so zynisch. Sieh dir nur dieses Tal an. Ich weiß nicht, Boss. Vielleicht steht für uns alle zu viel auf dem Spiel. Einen Planeten haben wir ja bereits auf dem Gewissen. Das stimmt. Wir den hier auch verbocken. Ja. Muss ja nicht sein. Klar. Vielleicht sind wir am Ziel. Vielleicht müssen wir bald nicht mehr mit einer Knarre unterm Kissen schlafen und uns jeden verdammten Tag Sorgen um Nahrung machen. Ach, glaub's mir, Boss. Ich will, dass das funktioniert. Ehrlich. Nur, Menschen ändern sich nicht. Alles auf schwarz gesetzt, was? Die Bank gewinnt immer. Ist das wirklich die Frage, ne? Neue Planets? Wird der Mensch sich ändern? Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Weiß nicht. Ist eine interessante Frage. Zeit für ein paar Tests. Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. Alhoppen.
Okay, schauen wir mal. Jakub Dabrowski. Okay. Hopp. Deckung, drücke Space, um in Deckung zu gehen. Cooles Ding. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. Ich mach 4 Schaden. Okay. Okay, kannst mit der Angelerei aufhören. Oh nee. Probier mal die Handfeuerwaffe. Okay, Q und zur Handfeuerwaffe zu wechseln. Alop. Yeah, baby, cool. Habe ich hier erwähnt, wie froh ich bin, auf deiner Seite zu sein? Die 80 Jahre haben deine Treffsicherheit verbessert. Oh cool, das ist mega, okay. Das heißt, ich habe 2 Waffen nur zur Auswahl, oder wie? Hallo, nur besser. Fühlt sich ziemlich gut an, wa? Dicker Panzer hier. Ja, hab's noch drauf. Munitionskisten erlauben deine Munition wieder aufzufüllen. Die Elfenbeterin Shira schon Sonden gefunden hat. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Das dürfte es sein. Okay, sprich mit Shira. Wo ist denn Shira? Shira? Ist da hinten? Okay. Erhalt von Sammlerobjekten. Notizen können auf verschiedene Weise freischalten. Halt die Augen offen, kämpfe und schließe Missionen ab. Dann finden sie vielleicht alle. Okay. Meine Güte. Einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo. Du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh, hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt... Welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Okay. Neuer Planet. Erster Fuß drauf. Und nach nicht mal einer halben Stunde erstmal fett Internet. Finde ich geil. Gehe ich auch hin. Nicht dabei. Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, richtig? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Du meinst, die Floris bleibt so lange da oben?
Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay. Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, wie? Papas Beziehungen? Nein. Ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen. Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Schön für dich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Scheiße, das. Tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Komm und häng mit uns ab. Wenn das vorbei ist. So übel sind wir gar nicht. Vielleicht komme ich drauf zurück. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, was? Ja, toll. Unser erstes Selfie, ne? Ah, alles klar, läuft bei denen. Gut. Finde die Sonde. Vorsicht, Bewegung auf 9 Uhr. Was Großes. Alle Einheiten, bleibt wachsam. Umgebung sicher. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, geil. Die hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben bestimmt saftige Steaks ab. Ja, es geht schon los hier mit den Menschen, ne? Ja, aber fett hier Fleisch, ne? Und so und hier. Eins von diesen Kuhviechern sonnt sich direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber wenn ich mich dem Ding nähern kann, versuche ich's mal. Hä? Was ist das Viech? Enten oder wie? Da oben, okay. Ist ja die Sache, ob es ja noch irgendwas anderes mitzunehmen gilt. Aber ich glaube, das Ding ist echt sehr linear bis jetzt. Okay, gut, dann. Schau ich mal. Hat Space gedrückt, während du in Deckung bist, um dich zu einer anderen Deckung zu bewegen. Ah ja. Das kann ich mir aussuchen. Okay. Hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da braut sich ein Sturm zusammen. Okay. Ja, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte. Tanner?
Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weiter suchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Okay. Weiter geht's. Erstattet Thermobericht. Gut, aber rennen kann er nicht, oder wie? Springen auch nicht. Jetzt kann er springen. Springen. Alter. Okay. Wir schauen dir, ne? Infinite Stamina. Okay. Gut. Hey, Cuthbert. Gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber hab die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Hm. Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Und warum das? Hä? Warum denn? Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. Oh, okay. Was ist das für ein Zeug? An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiß! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Okay. Tanner, ich sehe die Sonde. Und irgendwelche Viecher. Da bewegt sich was. Rücke vor. Okay, Mission abgeschlossen, Ankunft. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Maxwell, Mist. Einheit 2, bleibt auf Position, wir kommen zu euch. Bereitet das Sanitätszelt vor, falls wir schnell handeln müssen. Okay, Brandstifter, finden die zweite Sonde, ne? Schauen wir doch mal. Okay, da oben sind die Viecher. Hey Boss, wo steckst du? Ich suche die verirrte Sonde. Was macht Skarstad? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Methyl? Habe ich mit zu Proben legt. Okay. Ich bin hier richtig.
Schauen wir mal. Nado? Wie? Okay, Ausweichrolle. WSD und drücke Steuerung, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Oh, Kinders, echt jetzt? Okay, du willst spielen? Spielen wir. Hat mich angegriffen. Es ist durch irgendwas wild geworden. Ich musste es töten. Seid vorsichtig. Verstanden, Outrider. Jetzt sieh zu, dass du die Sonde findest. Okay. Okay, da muss ich mich dran gewöhnen hier. Das Ausweichen-Gedöns. So, was ist hier mit dem Schleimhammer? Macht nichts. Gut, okay, alles klar. So, gedrückt halten, um zur Sonde hochzuklettern. Und da liegt sie. Tanner, ich hab sie. Gut, hol dir die Festplatten und dann raus da. Warte mal, sie läuft nur im Relais-Modus. Tanner, das Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Hä? Okay, sind da vielleicht schon andere Menschen, oder wie? Verdammt! Das Ding wird gegrillt, Hannah! Gib uns die Frequenz! Scheiße. Trägerfrequenz 97, Tanner, hörst du mich? Scheiße. Okay. Oh, Scheiße. Hallo? Tanner? Tanner, ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Was zum Teufel? Okay.
Los, los! Verdammte Scheiße! Ah! Los! Rein! Schwere Verluste! Mögliche Kontamination! Ich brauche in der Basis eine Quarantäne! Shit! Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Wonach sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tana, hier! Hilfe! Okay. Sanitäter, versorgt sie! Na los! Stop. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Was? Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Ausmerzen. Sofort! Verbrennt die Leichen, verdammt! Oh Gott. Boah, was ein Arsch. Echt jetzt? Maxwell ist völlig übergeschnappt. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Haltet ihr sie zurück? Jakob, gib mir Deckung. Ich hol mir Maxwell. Alles klar. Outriders, Waffen runter. Das ist ein Befehl. Klar. Sobald du deine verdammten Stärken zurückpfeifst. Sergeant Major, die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Florence warnen. Deine Outriders haben die gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. Ach, das ist eine Granate. Oh, Junge. Wow, blutig hier. Hör mal, mega. Okay. So, sag mal hier. Gegenstand aufheben. Tenners Ersatzgewehr. Seltene Sturmgewehr, Stufe 1. Waffenstärke 126. Okay. Hier im Inventar zu öffnen. Okay. Das heißt, das Ding macht doppelläufige Waffe, Standard war. Okay. Piper, Pumpgun Standard. Wie sagen? Hau ich das Ding hier rein. Jo, Junge. Holy fucking. Mauli, es geht aber gut ab, das Ding, hey. Maxwell hat eine Blockade errichtet. Er will alles niederbrennen. Warum? Weil er übersehen und behaupten kann, die Outriders hätten alles vermasselt. Er muss sterben. Outrider, warte! Maxwell ist der Einzige, der die Landung ablenken kann. Du musst ihn zur Vernunft bringen. Okay. Okay, ist mit der Deckung, ne? Es ist noch so eine Sache, ne? Oh, Alter, mega. Es geht blutig ab hier. Ich freue mich. Sehr cool. Und so.
was die Sache auch noch einmal ist hier. Okay. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, den muss ich jetzt eliminieren hier. Oder? Muss ich ihn töten? So, ich habe ihn zur Rede gestellt und so. Okay. Tu das Richtige! Blass sie ab! Verschieb die Scheißlandung! Es ist zu spät! Hey, ihr da! Helft mir mit den Verwundeten! Sie müssen zur Krankenstation. Hier drüben! Na los, bewegt euch! Okay. Oh, warte. Ist es fast da? Das wird wieder... Scheiße, das ist aber dein Dach. Okay, hier. Es wird so gemacht. Was machst du da? Du gehst wieder in den Kälteschlaf, bis die Docs dein Leben retten können. Mach dich nicht lächerlich, ich bin erledigt. Aufpäppeln ist nicht mein Ding. Okay, und ich wette, es vergehen wieder einige zig hundert Jahre und der Planet, vermute ich mal, ist, ja, besiedelt, irgendwie da am Arsch, ich weiß nicht, irgend sowas. Wann ist etwas wirklich vorbei? War es, als ihr die Erde verlassen habt? War es, als du sahst, wie das erste Raumschiff in Flammen aufging? Als du sahst, wie die anderen Outriders vor deinen Füßen starben? Als du dich selbst sterben sahst. Doch Enoch ist noch nicht fertig mit dir, Outrider. Wie ich immer sage, es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Welchem Jahr bist du? Ja, welches Jahr? Was? Ist das deine Kapsel? Wo waren die Ablenkknoten? Komm schon, Doc. Wir müssen los, sie kommen. Willst du sie zurücklassen? Das sind Outriders. Deswegen sind wir nicht hier. Tut mir leid. Okay. Es ist einige Zeit vergangen. Einige Zeit. Okay. Stehen bleiben, Arschloch! Ja, hier ist noch einer! Outrider. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Tot? Mach mich los, dann siehst du's!
die Anomalie kommt. Mal sehen, wie schnell du bist. Ins Niemandsland, wie die anderen. Okay, okay. Welches? Achtung, Achtung. Ja, los, Bewegung! Der Sturm kommt! Los! Wo zum Teufel bin ich? Scheiße, halt die Fresse! Du da, auch ICA, oder? Im Niemandsland müssen wir zusammenhalten, wenn wir überleben wollen. Was überleben? Den großen Sturm, der unsere Ärsche grillt. Ihr zwei sollt euer Maul halten! Ihr seid da! Na los! Zurück! Zurück! Was zur Hölle ist hier los? Sie haben einen Verhinderten, der reißt unsere Leute in Stücke, ihr müsst hier raus! Wohin der Sturm kommt? Den Verhinderten sind Stürme scheißegal! Veränderte? Da hinten rum! Durch den Bau! Das schafft ihr doch nie! Wir werfen sie hier raus und suchen Deckung! Und bring den Käpt'n um die Show, hast du den Bau? Ach du! Jetzt geh nicht! Nein! Zum... Der Mann war verwundet. Ist besser so. Hört sich nicht mehr. Ah. Los, los, los. Ah. Wie lang geht das schon? Was? Der Krieg. Wie lange, verdammt? Wer weiß. Seit vor meiner Geburt. Das ist völlig unmöglich. Na los, das verdammte Tor. Oh, los Junge. Jetzt. Okay. Das sind einige Jahre vergangen. Fast wo? Wo bringt ihr uns hin? Ich sollte überhaupt nicht hier... Was ist los mit dir? Eben erst aufgewacht, oder was? Kälteschlaf! Vorhin, ich... Ich bring dich auf den neuesten Stand. Hier ist das Paradies, das ihr Outriders uns versprochen habt. Verdammte Alienstürme, kein Dach, kein Essen, ausgestoßen wie Verbannte. Und die ECA-Kumpel schlagen sich den Bauch voll. Blödsinn, so war's nicht. Die Elektronik hat versagt. Wir hätten euch auch in den Kapseln verrecken lassen können. Wir haben euch gerettet und... Hab ich nicht gesagt, du sollst die Fresse halten? Das Tor ist offen. Haltet die Luft an. Willkommen in das Arschloch. Okay. Okay, das heißt, auf dem Planeten stinkt's auch nach Kacke. Oh, Junge. Das glaube ich einfach nicht. Ihr seid doch durchgeknallt. Das alles ist völlig verwiss. Ist es. Dann ab jetzt Niemandsland, Kumpel. Okay. Einige Jahre vergangen. Bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Das war's mit Outriders. War echt ein kurzes Spiel. Das heißt, er hätte jetzt auch noch die Anomalie abbekommen. Ah, okay. Wähle deinen Pfad. Alter, was haben wir denn hier? Holy moly. Technomat, Pyromat, Assassine und Verwüster. Kurze Reichweite Tank. Stellung halten, okay. Das sind die Klassen. Assassine,
Kursreichweite, Überfalltaktiken, Raumzeitverzerrung. Alter, das klingt cool. Pyromat, Mittelreichweite, Beschwörer, Feuer und Technomat, hohe Reichweite, Unterstützer, Gadgets. Ich hätte schon ganz gerne so Schleichen mehr, so aus der Entfernung. Aber Raumzeitverzerrung, Überfalltaktiken, kurze Reichweite klingt auch schon geil, ne? Aber ich glaube, ich mache erstmal hier Gadgets. Nee, komm, ich mache den Assassinen. Komm, lass den mal probieren. Hebel das Gefüge von Raum und Zeit aus. Du tauchst aus dem Nichts auf, um deine Feinde hinterrücks zu töten. Du bist im Nu wieder verschwunden. Als Assassine wirst du durch jeden in deiner Nähe getöteten Gegner gehalten und hältst einen Schild. Okay, was haben wir hier beim Technomat? Manipuliere die Anomalie, um Konstrukten Leben einzuhauchen und sie dir untertan zu machen. Sie unterstützen deine Verbündeten und töten Gegner aus der Distanz. Als Technomat wandelst du einen Teil des Schadens, den du verursachst, in Leben um. Okay, und der Pyromant. Lass Feuer auf deine Gegner herabregnen, setze ganze Trupps in Brand und heile deine Wunden, während deine Feinde im Inferno umkommen. Als Pyromant stellst du Leben wieder her, wenn Gegner, die durch deine Fähigkeit markiert sind, getötet werden. Und der Verwüster übernimmt die Führung und beschütze deine Verbündeten, lass den Boden und deine Gegner erzittern, wo immer du gehst. Als Verwüster regenerierst du Leben, wenn Gegner umkommen, die sich zu dicht an dich herangewagt hatten. Okay, also ich würde sagen, ich nehme hier den Assassin und probiere das mal. Bist du sicher? Kannst du mir falsch später nicht mehr ändern. Okay. Cool. Okay. Na komm. Okay. Wow. Na dann, schauen wir doch mal. Augen auf, Outriders. Willkommen in der Outriders-Demo. In dieser Demo kannst du die erste von vielen Regionen erkunden und die Outriders auf ihrer epischen Reise über Enoch durchqueren. Du kannst Charakterstufe 7 und Weltstufe 5 erreichen. Außerdem kannst du maximal 25.000 Mutter... ja, 25.000 Muttis, ja, kann ich hier aber hallo besitzen. Der größte Hustler ever. 1000 Barren, 1000 Leder und 10 Pyramiden besitzen. Alles klärchen. Du sollst also nicht sparen, sondern ausgeben. In der Demo gibt es kein Zeitlimit. Sieh dir also die Händler an, schließe alle vier Nebenmissionen ab und entdecke alle Tagebuchnotizen. Hast du den Prolog bereits einmal abgeschlossen, kannst du ihn überspringen, wenn du mit neuen Charakteren spielst. Du kannst also schnell wie einsteigen alle vier Outrider-Klassen ausprobieren. Ja, cool! Würde ich sagen, mache ich das doch mal. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn man nächstes Mal auch wieder mit dabei wärt. Ja, war ein geiler Anfang. Ich bin gespannt, was noch draus wird. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.